Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Die Energien vom November 2020. Riesige Sprünge. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 31. Oktober 2020. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir erleben in jedem Augenblick, in dem wir existieren, eine Expansion, denn wir haben nichts, woran wir uns festhalten und nichts, wogegen wir uns wehren können. Wir lassen unsere Ausdehnung zu und erleben sie sozusagen in Echtzeit. Ihr alle haltet euch oft vor der Erfahrung eurer Expansion zurück, weil ihr euch an etwas festhaltet oder gegen etwas anderes drängt und schließlich müsst ihr loslassen. Ihr müsst euch ergeben und ihr macht riesige Sprünge in der Evolution eures Bewusstseins. So wird der November für den größten Teil der Menschheit sein. Und so wird es bei den November-Energien darum gehen, euch alle im Licht zu halten, mehr heilende und liebevolle Energien auszusenden, die euch durch diesen riesigen Sprung nach vorn unterstützen, der für das menschliche Kollektiv und für viele von euch, die sich von ihrer eigenen Expansion zurückgehalten haben, ein Riesenschritt nach vorn sein wird. Ein großer Teil der Energien wird vom erwachten Kollektiv genutzt werden, damit ihr für die Bedürftigen da sein könnt, denn es wird viele geben. Es wird viele geben, die bei den riesigen Sprüngen nach vorne, bei der etwas unerwarteten Expansion eure Hilfe brauchen. Und da ihr schrittweise vorwärts geht, werdet ihr wissen, wie ihr diejenigen leiten könnt, die eure Führung brauchen, und ihr werdet in der Lage sein, die Energien zu empfangen, die wir und andere wie wir euch allen zur Verfügung stellen werden. Wir unterstützen die Unterstützer, wir helfen den Helfern und wir heilen die Heiler. Und ihr werdet aufgerufen sein, all diese Dinge und mehr für eure Mitmenschen zu sein, und ihr werdet aufgerufen sein, all diese Dinge und mehr für eure Mitmenschen zu sein, für diejenigen, die euch nahe stehen und vielleicht sogar für diejenigen, die einmal in eurem Leben waren, aber abgefallen sind. Sie alle werden diejenigen sein, die bei euch um Hilfe bitten, und hoffentlich werden sie die Unterstützung spüren, die von uns und anderen wie uns kommt, da wir für diese Gelegenheiten leben. Und wir laden euch alle ein, die gleiche Perspektive einzunehmen, die wir haben. Unsere Perspektive ist, dass es keine größere Freude und kein größeres Gefühl der Erfüllung gibt, als wenn man einem oder mehreren anderen hilft, spirituell zu wachsen. Ihr müsst euch nicht auf die November-Energien vorbereiten, wenn ihr diese Übertragung empfangt, aber öffnet euch ihnen, denn sie kommen für euch und für diejenigen, denen ihr im kommenden Monat und in den kommenden Monaten und Jahren, die vor euch liegen, dienen werdet. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.